So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind wir wieder bei The Legend of Zelda Oracle of Ages. Und ja, dieser Abschnitt wird jetzt erstmal nicht blind sein, denn ich weiß, was ich tue, weil die Aufnahme schon aufgenommen wurde und sie irgendwie versaut wurde. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte. Das kann ich mir leider noch nicht erklären, aber... Nun gut, leider ist es jetzt so. Hier haben wir jetzt erstmal... Psst, verrat es nicht. 200 Rubine. Während der eine uns 200 weggenommen hat, hat er uns hier 200 gegeben. So, dann müssten wir hier in die Höhle und einer von den beiden, entweder in der Zukunft oder Vergangenheit, hat Hunger. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Hat mein Leben Sinn verliehen. Ich möchte meinen Nachfahren ein Erbstück hinterlassen, das ihnen den Wert des Lebens näher bringt. Es wäre großartig, wenn du etwas Einzigartiges besorgen könntest. Super, eine Vase wäre hervorragend. Genau. So, das heißt also, ich bin jetzt hier genau in der falschen Zeitlinie. Weswegen ich jetzt hier eben mal die Zeitlinie wechseln muss. Mich mal eben in die Gegenwart. Vorteil für euch ist, weniger Rumgeplänkel und Gesuche, als es jetzt in der normalen Aufnahme war. Generationenlang saßen meine Vorfahren genau hier, um den Frieden des Kugelkampfs zu bewahren. Ich kann nicht fort von hier, dabei komme ich fast um vor Hunger. Hast du etwas zu essen für mich? Oh super, ein nahrhaftes Felsfilet. Bitte gib mir das Felsfilet, du bekommst auch die Koronenvase meiner Vorfahren dafür. Okay. Dankeschön, das ist prima. Hier ist, wie versprochen, etwas für dich. Du erhältst die Koronenvase. Dieses Felsfilet ist vorzüglich, dankeschön. Und das Gute ist jetzt an dieser Stelle... Man geht jetzt hier wieder durch und kommt sofort wieder zurück zu dem, der die Vase haben möchte. Nämlich genau der gleiche, nur zu einer früheren Zeit. Haben wir die Zeit beeinflusst? Den Kugelkamm zu bewachen hat mir Sinn verliehen. Ein Erbstück hinterlassen, das ihnen Wert des Lebens näher bringt. Ja. Wahnsinn, diese Vase. Was für eine tolle Goronenvase. Bitte gib mir diese Vase. Ich gebe dir etwas Goronade dafür. Danke. Dankeschön. Das ist prima. Hier ist wie versprochen etwas für dich. Und du erhältst Goronade. Schon ein einziger Schluck macht einen wieder putzmunter. Ich werde diese Vase zu schätzen wissen. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob das hier war. Nein, hier war es nicht. Oder war es hier doch? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich glaube... Wir finden den Verantwortlichen dafür hier oben. Ja, ich glaube, hier war's. Ich muss jetzt erstmal wieder die ganze Strecke hier laufen. Wechsel, 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 wechsel dich. Mäumchen, wechsel dich. Ich glaube, dann war es hier hoch. Genau. Und hier geht es dann zu diesem Bombenspiel. Bei diesem Bombenspiel, ist es ratsam. Ah ja, mir ist nicht nach Spielen zumute. Bis vor kurzem habe ich Nacht für Nacht durchgearbeitet. Dabei habe ich einen tollen Preis für dieses Spiel gefunden. Ach ja, das ist ja Goronade. Ein Stück davon bringt einen wieder auf die Beine. Gibst du sie mir? Na klar, ich weiß ja, was erwartet wird. Ich bin wieder hellwach, danke. Nun werde ich meinen Laden öffnen. Wagst du ein Spielchen? Die erste Runde geht aufs Haus. Versuchst du es? Ja. Okay, möchtest du die Regeln hören? Nein, brauche ich jetzt nicht. Es gibt das hier zu gewinnen. Nämlich den erwarteten Schlüssel. So, und jetzt müssen wir hier einfach nur den Bomben ausweichen. Okay, einfach nur den Bomben ausweichen ist leichter gesagt als getan. Weil nämlich, es werden zum Schluss immer mehr. Wow. Aber, wenn man es schafft. Beachtlich. Kommt man hier schnell weiter. Erstaunlich, hier ist das. Dein Preis. Das ist der alte Nixon-Schlüssel. Probier du es noch einmal für 10 Rubinen? Probierst du es noch einmal für 10 Rubinen? Nein, ich krieg dann nur 100 wieder. Nein, egal. Du bist jederzeit willkommen. Danke. Gut, nachdem wir das dann haben, können wir jetzt hier aus dieser Höhle raus.
Und jetzt muss ich gerade mal gucken. So, hier lang. Ich glaube, hier mussten wir runter. Genau. Weil hier geht es nämlich zu diesem nächsten Abschnitt. Und das ist dann nämlich die Höhle. Genau. So, und dann Level 6, nächsten Höhle. Ich habe jetzt insgesamt 10 Minuten gespart. Weil ich jetzt natürlich schon wusste, auf was es ankommt. Aber spätestens hier ist es wieder komplett blind. In der nächsten Höhle. Und bitte macht hier keine Wortwitze über irgendwelche Nixen. Alter. Es geht hier aber ab mit dem... Oh, jetzt sind sie lieb. Alle Gegner sind weg, dann sind sie lieb. Schöne Sache. Kommt ihr hierher? Ah, noch schwimmen. Also ein Wassertempel muss ja irgendwo immer sein, aber dass der gleich so übertrieben ist, na egal. Na komm. Nee. Schnell hier durch. Geil. Kennt ihr den Film Der Weg war umsonst? Nein, ich kenne ihn jetzt. Also hier sind wir schon mal umsonst lang ge... Also müssen wir hier links nach oben. Die schießen zum Glück nicht mehr. Verdammte Axt. Nein. Nein. Wunderbar. So, jetzt muss ich mal überlegen. Also wir brauchen jetzt hier sehr viel das Kraftarmband, so wie ich das sehe. Das nächste nette ist, dass wir jetzt hier auch viel Wasser haben. Kann man jetzt hier drüber laufen oder nicht? Nein, kann man nicht. Gut, probieren wir mal. Ah, toll, das funktioniert auch nicht. Okay. Das ist mal interessant. Jetzt muss ich gerade überlegen. Okay, so komme ich lang. Man muss echt jetzt darauf achten, wo man lang geht. Und hier geht es natürlich jetzt wieder schön weiter. Hier müssen wir wieder irgendeine Aufgabe erfüllen. Ich weiß nur noch nicht welche. Wir gucken mal. Oh verdammt, ich habe schon die schlimmsten Befürchtungen ever. Wo haben wir einen Arcanum-Staub? Da. Was sagst du mir? Verlockende Düfte entfalten fatale Wirkungen. Verlockende Düfte? Arcanum-Sturm? Pegasus-Duftkerne. Ein kleiner Schlüssel. Okay. Gut. Ja, also ich sag nicht nein. So ist es jetzt nicht, aber... So, jetzt gehen wir hier nochmal rüber. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage. Ich habe fast die Vermutung... Glück gehabt. Richtig geraten an dieser Stelle. Ich habe jetzt keine Lust auf euch, so leid es mir tut. Wenn jetzt hier eine Bombe ist und da ist, sage ich jetzt mal, so ein riesengroßes Loch. Ups. Vermute ich mal fast, dass hier ein Geheimgang ist, genau. Aber wir wollen jetzt hier erstmal rüberhüpfen. Ich habe irgendwie nur so eine Vermutung. Okay, kann auch eine falsche Vermutung gewesen sein.
Gehen wir einfach mal rüber und gucken, was wir hier haben. Okay. Wechseln wir mal hier die Positionen. Und gehen hier durch. Oh, toll. Oh, super. Wie soll ich das jetzt mit einem schaffen? Nee, wartet mal. Ist aber auch doof, oder? Wir kriegen ihn jetzt runter. Das war ein totaler Fail. Also erstmal müssen wir jetzt hier runter. Gelb. Rot meine ich. Nee, das ist auch doof. Gelb. Und jetzt ist wieder rot. Blau. So. Okay. Und jetzt nur noch zurück. Einmal wieder drehen. Okay, das haben wir. Ha! Und wir erhalten den nächsten kleinen Schlüssel. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich die ganzen Schlüssel einsetzen soll. Jetzt haben wir uns einmal im Kreis bewegt. Das sind ja schon mal so gesehen gute Nachrichten. Und jetzt hier wieder hoch. Hier brauchten wir jetzt diesen netten Herrn. Na. Wir müssen hier lang. So, dann brauchen wir hier wieder den Greifhaken, vermute ich mal. Also bisher ist alles noch sehr schlüssig. Eine Karte. Drücke Select, um die angrenzenden Felder zu sehen. So, und jetzt genau stehe ich wieder an der Stelle, wo ich wieder nicht raffe, was die von mir wollen. Also entweder geht es da oben hoch, durch einen Geheimgang. Und es gibt nur eine Etage. So. Also, hier ist irgendwo der Weg und hier muss ich irgendwo hoch. Aber wie? Nee, das kann ja auch nicht sein. Autsch, das war ein Fehler. Es war klar, dass es mich erwischt. So, Ruhe, Feuer. Ruhe. Es kann nur noch die eine Lösung geben, dass ich da unten eine Bombe brauche. Wäre auch mal nett, so am Anfang gleich so eine Bombe legen. Aber nö, das ist nicht der Fall. Jetzt stehe ich wirklich wieder vor einem großen Rätsel.
Also irgendwo hier ist das Rätsels Lösung. Die Frage ist nur, wo? So. Irgendwo hier ist der Weg. Es muss irgendwo hier weitergehen. Aber hier geht es nicht weiter. Nun gut, wir werden das noch herausfinden in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage wie immer, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.